hier habe ich jetzt. Na, das lasse ich ja noch. Bis ich stark genug bin. Das lasse ich auch. Eine neue Bedrohung. Die Rebellen schlagen zurück. Ich denke mal, das mache ich erst, wenn da was ist. Wahrscheinlich ist das noch leichter als das. Mojo haben wir ja auch nicht. Diese Reihe können wir auch noch machen, ne? Könnte aber ab hier schwieriger werden, wenn das extrem ist, dann ja. Die sind schon stark, obwohl. Ich habe ja dieses Gebirgsschokobohammer dabei. AP plus 40% ist zwar schön und gut, aber ich benutze ja nie ein AP. AP ist zum Ausweichen gut, aber noch nicht. Schützt vor Stumm. Ich weiß nicht. Auch die Kraft mal erhöhen, aber. Schon allein auch, weil es schützt vor Stumm, ne? Den Bronzereif ersetzen wir durch den Titanreif. Bekommen wir noch mehr TP? Wir sind so auf TP getrillt, ne? Wenn wir jetzt noch einen TP-Verstärker. Wenn wir den verstärken. Warte mal, können wir den TP-Verstärker verstärken?
haben ja hier einen TP-Verstärker. Den? Oh, wir können jetzt mit einem Utensil. AP-Verstärker plus. Ja, toll. Nee. Ich tu mal den weg. Ich will nur testen, was passiert. Also, man sieht jetzt zum Glück, was da rauskommt. Was? Man hat hier noch zwei TP-Verstärker. Bin ich 2 TP-Verstärker. Mit einem TP-Magneten verbinde. Was passiert da? Nichts. Ja, da kriege ich auch nur den von Verbesserung. Bis wann ich heute mache? Wieso fragst du? Wahrscheinlich wie normal, so 0, 1, 2, irgendwas um den Dreh. Selina, sie macht weiter. Ja klar. Heute ist... Ich hab noch nicht Story gemacht. Hallo, ich muss gleich noch ein bisschen... Sonst... Und ja, ich mag das Spiel ja auch sehr. Warte mal, kann ich... Warte mal. Weg mal mit Vitaga. Kann ich auf Vitaga irgendwas anderes legen? Fusioniere jetzt Vitaga mit einfach nur Vita, um dann hinterher ein TP-Makonit draufzusetzen. Und was passiert dann? Ach, wer braucht schon Story? Also, mir macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und man merkt, ich spiele es nicht einfach nur so durch. Es gibt ja Spiele, wo ich einfach so durchrase in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil es ein FF ist. Final Fantasies ähneln sich ja ein bisschen. Nein, was mache ich da? So, nochmal alles sortieren hier. Materie auch sortieren. Habe ich eigentlich wieder ausgerüstet? Ja. Ich glaube, ich kann nur Materia mit etwas versetzen, wenn es gar nichts hat da hinten, oder? Ich weiß nicht, wozu die Makoniten gut sind. Ich muss echt für nächstes Mal mir ein paar Materia-Positionen an die Liste geben.
wie viel Schaden hat er gemacht? Ich bin... Hallo? Du Kakun! Hörst du mal auf? Alter Kakun! Hallo! Mach was! Hört auf, mich mit irgendwelchen Flüchen zu belegen! Ach nö! Ich muss mir mal unbedingt ein Heilmittel kaufen. Warte mal, kann ich das hier? Ja. Helen! Bitte was? Alter! Das hast du doch entwickelt, Liz! Gebe Feuermateria zu Liz, danach wird's Höllenfeuer! Was zum Teufel? Okay, das kann ich verkaufen, zumindest eins. Eins behalte ich mal. So, ich brauche ja auch mehrere davon, dann funktioniert's. Ah, verstehe. Mondtafel. Freigeschaltet, deswegen. Schokobo-Feder macht TP plus 10%.
Ausprobieren? Ausprobieren. Auf Höllenfeuer, Höllen Eisgau und Höllen. Alter, ich will die haben. Das kostet nur 45.000 zusammen. Höllen ist nochmal eine Steigerung von. Was hast du das andere? Ginten mit da. I need this! I need it! Her damit! Materia. Ja, Höllen ist auf jeden Fall schwächer als. Stärker als Dunkel, oder? Auf jeden Fall. Guck mal, wie viel MP das kostet. Ich leg mal kurz beides ab. Auch mal kurz Vitaga, weil ich Vitaga auch was machen will. Ich bin nämlich das Testen. Materia Fusion mit Vitaga. Will ich zwei verwenden? Na komm. Komm, schmeiß mal einen TP-Verstärker rein. Alter, was? Alter, was? Was? Ja, warum nicht? Ja, okay. Ja, kein Kommentar dazu. Alter, was? Okay, dann. Oh, wollen wir denn die Dunkel da? Nee, Dunkel nicht. Höllen. Höllenfeuiger. Mit Dunkelfeuiger. Ihr seht ja schon Magie 10, ne? Also da will ich dann die Magie auch hochpushen. Es bleibt bei Höllenfeuer. Gut. Ich mache hier Monster-Materia-Fusion, ey. Was passiert bei Höllen-Eisgau und Höllen-Eisgau eigentlich?
Ja, genau, Höllen, Eisgar und Blitzgar werden feuriger. Was ist das denn? Wo ist denn jetzt dunkel? So, Materia sortieren. Warum habe ich jetzt zweimal Höhlenfolger? Ach fuck, ich hab... Oh. Was? Habe ich Eisbär jetzt aus Versehen? Fail. Ja, eindeutig ein Fail. Egal. Ich habe eine Idee. Dann mache ich das so. Genau. Dann stimmt's wieder. Schon besser. Komm hier noch durcheinander. Soll ich Eisgar oder Blitzgar mitnehmen? Blitzgar ist so schwach in der Magie. Nehme ich erstmal Eisgar mit. Irgendwann werden wir wahrscheinlich TP-Verstärker zum Beispiel plus 50% wegnehmen können, weil wir ja nicht stärker werden können in den TP. Das passt so. Schon der Bock. Activating Combat Mode. Ah, lasst mich doch in Ruhe, ich muss mich heilen. This is the end. I'm trying. Ich will einmal sehen, was das kann. Es ist eigentlich nicht viel anders als dunkel. Es ist halt nur, glaube ich, kommen andere Statusveränderungen hinzu. Bin bestimmt wieder zurückgelaufen. Ja, natürlich bin ich wieder zurückgelaufen. Ernsthaft. Activating
Ich und Orientierung, ne? Ich verlaufe mich auf die gerade Fläche. Ja, ich habe ihn sogar vergiftet. I'm trying! Typisch das Zeug davon ist. Das macht mir das ganze Spiel jetzt komplett einfacher. Ich bin bestimmt schon für meine nächsten Missionen ein bisschen OP. Activating Combat Mode. Bring it on! Ah, naja, meine Verteidigung ist ja noch nicht so hoch, finde ich. Weil manche Viecher machen mir halt schon ein bisschen Schaden. Da ist er. Activating combat mode. Bring it on. Aha. Gott. Nein! Adamantite. Amantite.